Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Kurzer Status vorab. Meine Tochter Nele ist jetzt nach einer Woche Corona im Schnelltest daheim wieder negativ. Es ging ihr eine ganze Woche lang gut. Sie war fit, fröhlich, teilweise wie aufgedreht. Morgen testen wir noch einmal daheim und wenn sie dann negativ ist, dann schauen wir mal, ob wir sie mit einem PCR-Test freitesten können. Und seit heute ist dafür Nicole positiv. Nach einer Woche mit einem positiven Kind daheim, kein Wunder. Es geht ihr gut. Sie hat kaum Symptome. Sie darf jetzt nur für mindestens eine Woche nicht raus. Keine Kontakte. Blöd. Lässt sich aber nicht ändern. Meine Schnelltests sind nach wie vor negativ. Bin gespannt, wie lange noch. Eine Woche mit Corona bei Nele, jetzt mindestens eine Woche mit Corona bei Nicole. Wäre nicht ganz unwahrscheinlich, wenn ich mich auch anstecken sollte. Derzeit sind so viele Menschen infiziert. Ich denke, dazu mache ich auch mal eine Folge. Aber nicht heute. Übrigens, gestern habe ich eine Folge im Podcast Erschaffe die beste Version von dir veröffentlicht. Und darin geht es darum, herauszufinden, wie gesund du wirklich bist. Ob und wie man Gesundheit messen kann, beziehungsweise wie man gesundheitliche Risiken aufspürt, um rechtzeitig gegenzusteuern natürlich. Und auch, um rechtzeitig optimieren zu können. Die Folge ist 25 Minuten lang, also zu lang für Ralfs Better Day. Also bitte nach dieser Folge mal rüberschalten zu Erschaffe die beste Version von dir. Und da mal reinhören. Dort wird übrigens auch der neue Termin für das Blut-TÜV-Seminar erwähnt. Das findet jetzt statt vom 5. bis 8. Mai, weil im März geht's halt nicht. Und wir sind im Mai dann nach der Welle und befreit und locker und entspannt und können dann sicher viel leichter ein Seminar in Präsenz abhalten. Also 5. bis 8. Mai der neue Termin fürs Blut-TÜV-Seminar. Anmeldungen nehme ich ab sofort entgegen unter ralf@barefootway.de. Infos gibt's auf der Webseite. Was passiert beim Abnehmen? Naja, das hängt davon ab, wie du es anstellst. Dein Körper braucht jeden Tag Energie, Baustoffe für neue Zellen und Hilfsstoffe für biologische Prozesse. Jeden Tag. Und zwar völlig unabhängig davon, ob du was isst oder nicht. Und völlig unabhängig davon, was du isst. Der Verbrauch ist immer da. Er variiert nur etwas in Abhängigkeit von deiner Aktivität. Wenn du im Bett liegst, 24 Stunden lang, dann wird der Grundumsatz verbraucht. Der Grundumsatz an Energie, auch an Baustoffen und auch an Hilfsstoffen für biologische Prozesse. Wenn du sehr aktiv bist, Sport treibst, arbeitest, dann wird der Grundumsatz verbraucht plus der Aktivitätsumsatz. Dann kannst du unter Umständen 50 oder wenn es hochkommt auch 100% deines Grundumsatzes zusätzlich verbrauchen. Also mehr Energie, mehr Baustoffe und mehr Hilfsstoffe. Was dein Körper jeden Tag verbraucht, das sind erstens Energie, das wären in der Regel Kohlenhydrate oder Fett. Zweitens Baustoffe, das wären Eiweiß und Fette. Ja, Fett ist auch ein Baustoff für jede Zelle. Und drittens Hilfsstoffe, das sind natürlich Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Wenn das jeden Tag verbraucht wird, dann muss es ja auch jeden Tag irgendwo herkommen. Und was nicht durch Nahrung aufgenommen wird, muss aus irgendwelchen Speichern kommen, richtig? Was ist denn im Körper gespeichert? Erstens Fett in großen Mengen, überall am Körper, in der Haut, an Bauch, Po und Beinen, eventuell auch im Bauchraum, taugt als Energie und auch als Baustoff für neue Zellen. Dieser Speicher ist voller als nötig und hier willst du ja auch rangehen. Was ist noch im Körper gespeichert? Eiweiß? Ja, in der Muskulatur. Der größte Eiweißspeicher des Körpers ist die Muskulatur. Aber da willst du bitte nicht rangehen. Die Muskulatur willst du unbedingt behalten, aus vielerlei Gründen. Und Eiweiß steckt auch im Immunsystem, das willst du auch schützen. Drittens, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, auch die hast du gespeichert. Manche Speicher reichen für Wochen oder Monate, der für Vitamin D zum Beispiel. Andere Speicher aber entleeren sich ziemlich schnell, zum Beispiel wird Vitamin C extrem schnell abgebaut. Dein Vitamin C-Spiegel im Blut sinkt innerhalb von Stunden erheblich ab nach einer Mahlzeit. Okay? Viertens, Kohlenhydrate. Die speichert der Körper in der Muskulatur und in der Leber. Ein paar hundert Gramm, nicht sehr viel. Wenn du Vollgas gibst, zum Beispiel läufst, dann ist dieser Speicher innerhalb von wenigen Stunden leer. Stichwort Marathon. Wenn du im Zuckerstoffwechsel bist und dabei nur auf dem Sofa liegst, dann reicht der Speicher vielleicht für ein paar Tage. Und dann ist er auch leer.
Und dann, wenn dieser Speicher leer ist, dann verbrennt der Körper als Energieträger eben Fett. Prima, das willst du ja. Also musst du nur für ein paar Tage auf Kohlenhydrate in der Nahrung verzichten, bis die Kohlenhydratspeicher verbraucht sind, und spätestens dann verbrennt der Körper Fett. Körperfett. Bingo. Also, um Fett zu verbrennen, musst du auf Kohlenhydrate in der Nahrung weitestgehend verzichten, bis der Kohlenhydratspeicher des Körpers leer ist, und dann verbrennst du Fett. Natürlich darfst du über die Nahrung dabei nicht mehr Fett essen, als du verbrennst, ist ja klar. Sonst nützt dir der Verzicht auf Kohlenhydrate auch nichts, denn du würdest ja kein Körperfett verbrennen, sondern lediglich gegessenes Fett. Also, kaum Kohlenhydrate und wenig Fett, wenn du Körperfett verbrennen willst. Damit hättest du aber erstmal nur das Energiethema abgedeckt. Dein Körper verbraucht aber auch täglich Eiweiß für neue Zellen und Vitamine und Co. Und die Speicher dafür, die willst du nicht angreifen. Es ist also nicht sinnvoll, einfach mal für eine Woche oder gar länger gar nichts zu essen. Wenn du das machst, dann entleerst du deinen Zuckerspeicher, ja, dein Körper verbrennt Körperfett als Energieträger, ja, aber auch Muskeln, um den Eiweißbedarf zu decken. Und zudem räubert der Eiweiß aus dem Immunsystem und es fehlt an Vitaminen und Co. Es geht also auch an deine Gesundheit und das ist keine gute Idee. Besser ist es, du nimmst, während du Körperfett verbrennst, weiterhin Eiweiß zu dir und du nimmst weiterhin Vitamine zu dir. Du verzichtest ausschließlich weitgehend auf Kohlenhydrate. Du entleerst dabei deine Zuckerspeicher und zwingst deinen Körper, Körperfett zu verbrennen. Aber du schützt deine Muskulatur und deine Muskelmasse mit Eiweiß und dein Immunsystem mit Vitaminen und Co. Und darum meine Empfehlung zum Thema Körperfett abschmelzen. Erstens Eiweiß, 3 bis 4 Shakes am Tag. Oder auch fettarme, eiweißreiche Lebensmittel wie Eier, Lachs, Thunfisch, Putenbrust. Zweitens Gemüse und Salat, 2-mal am Tag. Allerdings bitte kohlenhydratarme und fettarme Gemüse. 3 Avocados sind nicht fettarm. Und Mais und Kartoffeln oder Pastinaken sind nicht kohlenhydratarm. Sie sind aber auch Gemüse. Die enthalten relativ viele Kalorien und man kann locker einige 100 Gramm davon verdrücken. Also Vorsicht bei Gemüse. Gegen ein paar grüne Bohnen, etwas Brokkoli, Blumenkohl oder Sauerkraut, Wirsing oder Grünkohl oder Rohkost ist aber nichts einzuwenden. Und drittens, ein Vitamin-Kombiprodukt wie AG1 von Athletic Greens oder Vitamineral 32. Das hilft, den Vitaminbedarf dabei zu decken. Gehört für mich auch dazu. Was ich weglasse, ist alles, was viele Kohlenhydrate enthält. Brot, Pasta, Pizza, Kartoffeln, Reis, Backwaren aller Art, Getreide, Cerealien, Frühstücksflocken, verarbeitete Lebensmittel, natürlich Alkohol und Zucker in jeder Form. Stattdessen Eiweiß macht auch satt, wenig Fett, das aus den fettarmen Eiweißquellen und dazu das Olivenöl auf dem Salat und im Gemüse, dann viel Salat und das richtige Gemüse natürlich und Vitamine als Kombiprodukt, zum Beispiel Vitamineral 32 oder AG1 von Athletic Greens. Für eine Woche, für meine Startphase, bin ich da sehr, sehr konsequent, radikal konsequent sozusagen. Und anschließend bin ich noch konsequent, so lange, bis ich mir im Spiegel wieder gefalle. Bei mir fehlen auf der Waage jetzt bis heute 1,6 Kilogramm, seit Montag. Der größte Teil ist Wasser. Das geht immer dann verloren, wenn die Zuckerspeicher entleert werden. Und ein kleiner Teil ist definitiv auch schon Körperfett. Nachdem meine Zuckerspeicher nun langsam leer sein dürften, wird alles, was jetzt noch verschwindet, im Wesentlichen Körperfett sein. Na dann mal los. Ab jetzt geht's dem Fett an den Kragen. Wie es mir geht dabei? Gut. Prima. Mir fällt das nicht schwer. Ich mache das relativ regelmäßig, ein paar Mal im Jahr, und mein Körper kann sehr gut und sehr leicht auf Fettverbrennung umschalten. In Ruhe verbrennt mein Körper Fett. Habe ich gemessen. Ich bin metabolisch flexibel. Wer damit anfangs so gar nicht klarkommt, Kopfschmerzen bekommt ohne Kohlenhydrate, sich nicht wohlfühlt oder sagen wir mal unleidlich wird, der ist offenbar nicht so metabolisch flexibel. Noch nicht. Die Umstellung von Zuckerstoffwechsel auf den Fettstoffwechsel fällt dem Körper dann zunächst noch schwer, weil es nicht gewohnt ist, Fett zu verbrennen. Das kann ein paar Tage dauern und es lohnt sich. Es dauert wirklich nur ein paar Tage und dann wird es leichter. Dranbleiben lohnt sich. Du schaffst das. Wir hören uns. Dein Ralf Bohlmann.